Bevor wir anfangen, eine kleine Information am Rande. Dieses Spiel ist Rayman Origins und erschien letztes Jahr im November. Dieses Spiel allerdings ist ein noch nicht erschienener exklusiver Wii U-Titel mit dem Namen Rayman Legends. Und ich habe keine Ahnung, warum ich immer denke, dass dieses Spiel ist. Also wenn ihr im folgenden Video öfter mal Rayman Legends anstatt Rayman Origins hört, dann verzeiht mir bitte. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie, mich zurückzuhalten. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. Was geht ab und herzlich willkommen zu einer eigentlich schon längst überfälligen Folge von Yetibin hat eine Meinung. Denn heute geht es um... Rayman Origins habe ich ja, wie ich schon mal erwähnt habe, schon seit etwas längerer Zeit bei mir. Und ich habe das Spiel sogar zweimal schon angefangen, zweimal im Koop, und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber leider hat es nicht hingehauen, dass ich das Spiel im Koop auch durchspielen konnte, und deswegen versauerte es leider Gottes irgendwo in meinem Regal. Eines Tages bin ich dann in mein Regal spaziert, hab dann Rayman Origins im Regal gesehen und hab mir vorgenommen, das Spiel jetzt endlich mal zumindest alleine durchzuspielen. Und ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass ich das gemacht habe, denn auch alleine macht das Spiel unfassbar viel Spaß. Ich bin fest davon überzeugt, dass egal in welcher Gefühlslage man ist, egal ob man traurig ist oder gestresst ist oder verärgert ist, man kann bei Rayman Origins wirklich nochmal ein freudiges Spiel spielen, das einen wieder zurückholt in eine schöne Welt. Das Spiel ist vollgepackt mit wahnwitzigen Ideen, mit viel Liebe zum Detail, viele unfassbar witzige Animationen, viele Kleinigkeiten, die man wahrscheinlich auch wieder verpassen könnte, wenn man nicht richtig hingeguckt hat. Deswegen spielt man auch die Levels immer wieder neu, um alles sehen zu können, denn man verpasst wirklich viel. Ubisoft hat sich wirklich unfassbar viel Mühe gegeben, wirklich ins kleinste Detail alles herzlichst und mit charmantem Design irgendwie zu verpacken, und das spürt man auch. Das gesamte Aufgebot hat eigentlich auch gepasst, also man hat eine wirklich tolle Musikuntermalung mit zum Mitsummen, die immer sehr schön zum Level passt. Man spricht ja selten von Atmosphäre in Jump'n'Runs, aber ich hatte tatsächlich immer eine schöne Stimmung, wenn ich in bestimmten Levels war, Unterwasserlevel, Dschungellevel oder sonstiges. Die ganzen Ideen, die dort hineinpassen mit den Bossgegnern, mit den ganzen Spielmodi, dass man einen Schatz jagt und irgendwie auf Zeit sozusagen die Levels auswendig lernt, hat mir einfach viel, viel Spaß gemacht. Ich würde mich jetzt persönlich nicht als großartigen Jump'n'Run-Fan bezeichnen. Klar, damals auf dem NES, Super Nintendo oder so hat man sowas viel gespielt, aber in der heutigen Zeit, Xbox 360, PS3, PC, wenn du keine Wii hast, dann hast du eigentlich fast kein Äquivalent auf deiner Next-Gen-Konsole. Und ich bin auch der Meinung, also okay, 2D-Plattformer spiele ich sehr gerne, Outland oder Limbo oder andere Indie-Titel, aber das letzte richtige Jump'n'Run, was mich wirklich gefesselt hat, war Super Mario 64. Und ich bin sehr überrascht, dass nochmal ein Jump'n'Run, also ein wirklicher absoluter Plattformer, wie Rayman Origins einer ist, mich nochmal derart motiviert und mich total an die Konsole fesselt. Ich will nicht unbedingt behaupten, dass ich jetzt dadurch irgendwie 15 Jahre jünger geworden bin, aber allein schon auch für die Moderne, auch das, es ist kein Spiel für Nostalgiker. Es muss nicht unbedingt immer für Nostalgiker sein, sondern es ist eben gerade ein Spiel für die Neuzeit, das perfekt auf die gesamte Spielwelt momentan aufgebaut ist. Es hat genau diese Symbiose aus Motivation und knackigen Schwierigkeitsgrad. Also das typische Dark Souls Prinzip. Ich hatte nie das Gefühl, dass Rayman Origins mich irgendwie verarschen wollte oder dass das irgendwie unfair war. Das hat für mich eine wirklich tolle Motivationskurve gepaart mit eben einem knackigen Schwierigkeitsgrad, der sich auch aufbaut. Man muss sich das so vorstellen, am Anfang hat man mit Rayman eben nur zwei Aktionen zur Auswahl, und das ist Springen und Schlagen, ja, und man bekommt mit der Zeit mehrere Fähigkeiten, die man auch mit der Zeit auch wirklich meistert, denn die Steuerung in Rayman ist so präzise und so genau, dass man irgendwann mal die gesamten Aktionen perfektioniert und auch in den Levels richtig gut durchkommt, dass man sich nie fragt,
will mich das Spiel jetzt irgendwie veräppeln, sondern man denkt sich immer, verdammt, das hätte ich viel besser hinkriegen können. Man stirbt eigentlich sehr häufig, denn der Schwierigkeitsgrad ist nämlich, wie gesagt, sehr, sehr hart. Also am Ende muss ich wirklich sagen, habe ich auch teilweise wirklich geflucht, aber immer mit dem gleichzeitigen Gefühl, ich muss das nochmal probieren, ich schaffe das jetzt. Ihr habt so viel zu entdecken, so viele Geheimnisse, so viele freischaltbare Sachen, so viele Münzen, die ihr sammeln könnt. Es ist ein riesen Umfang, also es hat so viele Levels, die ihr dort spielen könnt. Es hat mich sehr überrascht und auch gefreut, denn das Ding habe ich bestimmt zwei Wochen komplett am Stück, ganze Zeit immer nur gezockt. Was ich noch besonders gut finde, das habe ich gerade vergessen zu sagen, ist die Art, wie sie die Checkpoints oder die Levels aufbauen. So ein Level kann man in 5 Minuten durchziehen. Wenn man aber wirklich sich Zeit lässt, alles zu entdecken, auch wirklich viel freizuschalten, dann geht man ein bisschen genauer um. Und da passiert es, dass man halt öfter mal stirbt. Und die Levels sind aufgebaut in verschiedene Abschnitte. Denn wenn ihr durch eine Tür geht, dann kommt ihr in den nächsten Abschnitt und ab da beginnt der nächste Save Point. Wenn ihr irgendwann mal stirbt, fallt ihr wieder zurück zu diesem Abschnitt, also zu einem Anfang. Das ist, finde ich, sehr, sehr geil, weil ihr, wenn ihr mal stirbt, in den meisten Fällen passiert das oftmals, dann fangt ihr wieder von neu an, aber mit der Zeit lernt ihr die Levels auch immer wieder auswendig, also ihr lernt es, wie ihr schneller vorankommt, um bestimmte Dinge einzusammeln und an dem Ort zu kommen, wo ihr gerade gestorben seid, und dadurch kriegt ihr auch noch ein besseres Gefühl für den Charakter, ihr kriegt ein besseres Gefühl fürs Spiel. Eigentlich ist es, ja, perfekt will ich nicht sagen, aber es naht schon für mich fast schon an Perfektion. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der große Jump'n'Run-Fan und ich kann mich wahrscheinlich auch irren, aber für mich als, sag ich mal, als Gelegenheitsrunner oder Jump'n'Runner ist es tatsächlich die perfekte Vorlage, um mal wirklich Spaß zu haben. Es macht gute Laune, es fordert einen, weil es halt doch schon ein bisschen schwieriger ist. Man gewöhnt sich wirklich an die Steuerung sehr schnell an. Und besonders, man hat einen riesigen Umfang mit unfassbar vielen Levels, die man spielen kann. Und das Ganze gibt es eigentlich für einen sehr angenehmen Preis von, glaube ich, mittlerweile 30 Euro neu. Wenn man sich es gebraucht oder irgendwo Angebot findet, da kriegt man das für 15 Euro. Bei Zavi, glaube ich, für 15 Euro. Für mich ein absoluter Kaufgrund, auch wenn man jetzt nicht unbedingt der größte Jump'n'Run-Fan ist. Ich glaube, da muss man keinen Rückzieher machen und sagen, ja, wenn es mal billiger ist, greift zu. Ich sage euch von vornherein, ihr macht absolut keinen Fehler. Das sage ich als jemand, der wirklich erstmal dachte, dass das einfach nur durchziehen muss, weil ich das gekauft habe. Und jetzt bin ich heilfroh, dass ich das gespielt habe. Für mich ein großartiges Spiel. Danke für eure Aufmerksamkeit. Woo!